Ende der 90er waren Tamagotchis der heiße Scheiß. Gefühlt jeder hatte einer dieser Knallbuden-Eier mit der einfachen Technik. Mit diesem konnte bzw. musste man ein kleines, spärlich animiertes Tierchen verpflegen. Und genau das machte natürlich auch in diesem 1997 erschienenen Gameboy-Spiel, welches von Tom Quaid entwickelt wurde und von Bandai veröffentlicht wurde. Die Kernprämisse ist bei diesem Spiel natürlich dieselbe wie beim Vorbild. Zu Anfang habt ihr ein Ei und ihr vergibt einen Namen. Dann schlüpft auch schon das Tamagotchi und was dann kommt, weiß wahrscheinlich jeder. Ihr müsst es füttern, beschäftigen und mit Medizin versorgen, wenn es krank sein sollte. Ihr könnt bis zu 3 verschiedene Tamagotchis parallel haben. Diese haben dann auch ihre eigenen Persönlichkeiten, wobei Persönlichkeiten vielleicht eher zu stark ausgedrückt ist. Diese äußern sich zum Beispiel darin, dass die kleinen Lebewesen unterschiedliche Präferenzen bezüglich des Essens haben. Damit euch hier Aufzucht nicht zu langweilig wird, gibt es hier noch ein paar simple Minispielchen, die ihr mit euren elektronischen Haustier absolvieren könnt. Die bringen jetzt nicht nur Abwechslung, sondern geben dem Tamagotchi auch einige Skills mit, wenn ihr sie erfolgreich meistert. Ein Vorteil im Vergleich zu den LCD Standalone-Versionen ist der Faktor Zeit. Die vergeht auf dem Gameboy nämlich wesentlich schneller und so seht ihr auch schnelle Resultate. Wäre aber sonst auch viel zu sperrig, den Gameboy immer anzulassen, vom Batteriehunger mal ganz abgesehen. Technisch bietet das Spiel im Prinzip genau das, was ihr wahrscheinlich erwartet. Relativ simple Grafik und sehr sparsame Sounds. Hier wäre durchaus mehr drin gewesen. Ist das Spiel also was für euch? In der heutigen Zeit wird es wahrscheinlich keiner mehr ernsthaft spielen. Für mich ist es aber als Zeitzeugnis dieses Hypes ein Pflichttitel für jede Sammlung. Pac-Man ist wohl einer der bekanntesten und beliebtesten Figuren der Videospielgeschichte. Da verwundert es nicht, dass die gelbe Pille immer mal wieder in verschiedenen Formen auf diversen Spielsystemen auftaucht. So natürlich auch auf den Gameboy. Dort gibt es natürlich eine klassische Portierung der Arcade-Version, aber auch neue Ansätze. Hier ist er Held eines Puzzle-Plattformers. Ihr spielt den Protagonisten also aus der Seitenperspektive und euer Ziel ist es, eine bestimmte Menge an Pillen zu verspeisen und zum Ausgang zu gelangen. Dieses müsst ihr in 7 verschiedenen Welten mit jeweils 10 Unterleveln schaffen. Wie der Name des Spiels es schon vermuten lässt, sind diese natürlich alle historisch irgendwie angehaucht. Das Einsammeln der Pillen ist natürlich nicht so einfach. Es ist immerhin ein Rätselplattformer und so stehen euch zum Erreichen des Zieles 4 verschiedene Fähigkeiten zur Verfügung. Ihr könnt schwimmen, Feuer spucken, mit einem Hammer Blöcke zerstören und ihr könnt natürlich mit einem Seil herumschwingen. Diese Fähigkeiten stehen euch jedoch nicht frei zur Verfügung, da ihr vor jedem Level nur eine bestimmte Kombination verliehen bekommt. Auf diese Weise müsst ihr dann immer schauen, wie ihr mit diesen Mitteln es durch das Level schafft. Wenn ihr einen Bereich erfolgreich gemeistert habt, wird euer Fortschritt mit Hilfe eines Passwortes festgehalten. Ich persönlich fand die Steuerung anfangs sehr schwammig und sehr gewöhnungsbedürftig. Vor allem der Sprung ist etwas seltsam. Drückt man nur einmal auf die Taste, wird ein relativ flacher Sprung ausgeführt. Erst wenn Pac-Man man etwas springen lässt, kommt er höher. Außerdem bewegt sich die Spielfigur sehr schnell. Daran muss man sich erst gewöhnen, geht jedoch danach gut von der Hand. Technisch steht das Spiel auch gut da. Die Grafik ist liebevoll gestaltet und die Musik dudelt okay vor sich hin. Das Spiel an sich ist hier und da mal recht knifflig, aber immerhin habt ihr unendlich Continues. Ihr könnt es also immer wieder versuchen. Das Spiel ist ein recht sympathischer Vertreter seines Genres, jedoch braucht es wegen der, in meinen Augen, seltsamen Steuerung eine gewisse Gewöhnung. Danach steht euch dem Spielspaß nichts mehr im Wege. Starhawk ist ein klassisches Sidewalk-Shoot'em-up, wurde von NMS Software programmiert und von Ecolette exklusiv in Europa 1993 veröffentlicht. Die US-Firma Limited One Games veröffentlichte das Spiel 2022 in einer limitierten Auflage noch einmal neu. Das Spiel bietet euch erstmal auf den ersten Blick klassische Standardkost. Ihr fliegt mit euren Raumschiff von links nach rechts, sammelt Waffen-Upgrades und extra Leben ein und ballert euch durch die vielfältigen Gegner. Insgesamt gibt es dabei 5 unterschiedliche Level und am Ende gibt es natürlich einen besonders aufwendig gestalteten Boss. Das Spiel erfindet das Rad also nicht neu, aber das muss ja auch nicht verkehrt sein. Das Spielgefühl an sich ist dann nämlich doch etwas anders als gewohnt. Sofort fällt euch auf, das Raumschiff ist relativ groß im Vergleich zu anderen Spielen. Berührt ihr Levelgrenzen, verliert ihr dann auch sofort ein Leben. Hier müsst ihr also definitiv mehr auf die Umgebung achten. Aber da hört die ungewöhnliche Gestaltung des Schiffes nicht auf. Auch der Mittelpunkt eures Schusses ist anders. Während bei A-Type und Co. der Schuss stets aus der Mitte des Gefährts abgefeuert wird, wird er hier im unteren Drittel ausgelöst. Das mag jetzt auf den ersten Blick nicht wild erscheinen, beeinflusst aber doch das Spielgefühl. Nach einer Eingewöhnungsphase passt das aber auch. Diese Faktoren machen nur Starhawk nicht gerade leichter, wobei ein hoher Schwierigkeitsgrad
Schwierigkeitsgrad in dem Genre natürlich der Standard ist. Sterben ist ja sowieso an der Tagesordnung, wobei es im Zweifel auch zwei verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt. Auf der technischen Seite bietet euch das Spiel so einiges. Die Level sind sehr aufwendig gestaltet und mir gefällt einfach dieser Stil. Die Musik passt auch und begleitet euch auf eurem Weg. Kann ich das Spiel also empfehlen? Es gibt klar bessere Shoot'em-Ups auf den Systemen, aber wenn ihr mal ein solides Spiel abseits der Klassiker spielen wollt, könnt ihr hier definitiv mal reinschauen.